Hallo Internet, was ist Compliance? Viele glauben, Compliance wäre Bürokratie oder Formalismus und andere denken, durch trickreiche rechtliche Gestaltung könne man den Wortlaut des Gesetzes befolgen, ohne sich mit dem Sinn und Zweck auseinanderzusetzen. Beides ist falsch. Compliance ist die Beachtung aller geltenden Rechtsvorschriften und die Anwendung von ethischen Maßstäben im Wirtschaftsleben. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risiko-Management. So viel steht fest. Compliance wird immer wichtiger. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht, aber man kann nicht abstreiten, dass es so ist. Der Aufwand für Compliance in der Wirtschaft, und ich meine damit die Kosten für Personal, für Technik und für Organisation, ist in den letzten 20 Jahren stetig gestiegen. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens, es gibt immer mehr Gesetze. Zweitens, Verstöße werden härter bestraft. Und drittens, es ist nicht mehr so leicht, die Sachen unter den Teppich zu kehren. Was also ist Compliance? Ich meine, diese Frage muss man sich gestellt und beantwortet haben, bevor man Geld in die Hand nimmt als Unternehmer und in Compliance investiert. Wenn man Compliance in Aktion erleben will, dann sollte man in eine Bank gehen. Ich schlage vor, mit einem Aktenkoffer und 50.000 Euro in kleinen Scheinen in die nächstgelegene Bankfiliale zu gehen. Wichtig, man darf da noch nie Geschäfte gemacht haben. Und dann muss man versuchen, Aktien zu kaufen, na, zum Beispiel Allianz-Aktien. Gut, ein paar Stunden Zeit sollte man schon mitbringen und man muss auch auf alle Fragen, die einem da gestellt werden, plausible Antworten haben. Wenn man dann eine weiße Weste hat, kann es gut möglich sein, dass man Ende der Woche die Aktien im Depot hat. Den Aktenkoffer braucht man übrigens nicht nur, um das Geld hinzutragen, sondern auch, um den ganzen Papierkram danach mit nach Hause zu nehmen. Auf jeden Fall hat man aber das perfekte Zusammenspiel von Geldwäsche, Wertpapier und Datenschutz-Compliance im praktischen Fall erleben können. Zum Vergleich. Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hätte jede Sparkasse oder Volksbank die Transaktion nach einer Viertelstunde Kundengespräch an den Frankfurter Parketthandel weitergeleitet. Die Wertpapiere wären dann innerhalb von 3 Bankarbeitstagen auf dem Depot gebucht worden. Und der Papierkram hätte in die Jackentasche gepasst. Und das ist jetzt Compliance. Einen eigentlich simplen Vorgang wie den Barkauf von Aktien durch Bürokratie und Formalismus zu entschleunigen? Natürlich nicht. Das wäre absurd. Das wäre der größte Fehler, den ein Unternehmen überhaupt machen kann. Anstatt in Compliance, in Bürokratismus und Formalkram zu investieren. Einfache Geschäftsvorfälle kompliziert zu machen. Aber leider, dieser Fehler wird häufiger gemacht, als einem als Kunde lieb sein kann. Ich denke, das kommt dabei heraus, wenn man sich im Unternehmen zu wenig damit befasst, worum es bei Compliance eigentlich geht. Und dabei ist das gar nicht so schwer. Im Grunde muss man nur ins Wörterbuch schauen. Compliance bedeutet Gehorsam. In der Medizin zum Beispiel bedeutet Compliance, dass sich der Patient an die Therapievorgaben seines Arztes hält. Und für Banken bedeutet Compliance, dass sie sich an das halten, was der Gesetzgeber ins KWG, ins WPHG und ins Geldwäschegesetz geschrieben hat. Ihre Wirksamkeit beweist die Compliance-Organisation einer Bank, indem sie es schafft, alle geltenden rechtlichen Vorschriften in die eigentlichen Geschäftsprozesse zu integrieren. Damit wir uns richtig verstehen, damit meine ich das Verhalten der Mitarbeiter im Kundenkontakt. Nicht nur die Anpassung der schriftlich fixierten Ordnung oder, wenn man so will, der Arbeitsanweisung. Die Bürokratisierung des Kundenannahmeprozesses ist also nicht selbst Compliance, sondern die Folge der gesetzlichen Regelungen. Man unterscheidet ja auch zwischen Regenschirm und Regenschauer.
Aber ich will hier nichts schönreden. Auch wenn Bürokratie und Compliance zwei unterschiedliche Dinge sind, so gehen sie doch viel zu oft Hand in Hand. Interessanterweise spielte der Begriff Compliance im deutschen Recht lange Zeit so gut wie keine Rolle. Spontan fällt mir da nur das Wertpapierhandelsgesetz und einige Zeit später das Kreditwesengesetz ein. Erst im Jahr 2017 gab es ein vielbeachtetes Urteil des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, in dem am Rande auf Compliance eingegangen wird. Dagegen wird in der politischen Debatte heftig darüber gestritten, wie viel Compliance-Aufwand man kleinen und mittelständischen Unternehmen zumuten kann, ohne den Zusammenbruch der Volkswirtschaft zu riskieren. Nur am Rande sei angemerkt, dass im aktuellen Regierungsentwurf für ein Verbandssanktionengesetz das Wort Compliance an keiner Stelle vorkommt. Dafür weist die Regierungsbegründung darauf hin, dass, wenn die Risiken gering sind, auch einfache Maßnahmen ausreichend sind. Der Zukauf eines teuren Compliance-Programms ist ausdrücklich nicht erforderlich. Dass der Begriff Compliance im deutschen Recht so lange keine Rolle gespielt hat, überrascht nur auf den ersten Blick. Natürlich müssen auch bei uns Rechtsvorschriften eingehalten werden, und zwar alle und auch von Unternehmen. Es ist eine bare Selbstverständlichkeit, dass die Geschäftsleitung von Wirtschaftsunternehmen die Einhaltung des geltenden Rechts sicherzustellen hat. Hierzu sind Maßnahmen der Auswahl, der Anleitung und der Überwachung der eigenen Mitarbeiter erforderlich. Das Stichwort heißt Legalitätspflicht. Aber genauso wenig, wie man Compliance mit Bürokratie verwechseln sollte, kann man Compliance mit der Legalitätspflicht gleichsetzen. Hier gibt es viele Negativbeispiele. Nehmen wir den Corona-Ausbruch bei der Firma Tönnies. Hier wurde in der öffentlichen Meinung sehr schnell ein Zusammenhang hergestellt zwischen den Werkverträgen, den Beschäftigungsverhältnissen in der Schlachterei und der Verbreitung des Virus. Mit katastrophalen Folgen für die Reputation des Unternehmens und seines Inhabers persönlich. Das ist bemerkenswert deshalb, weil das Unternehmen, jedenfalls was die Werkverträge angeht, offensichtlich das geltende Recht gar nicht verletzt hat. Das hat den Skandal nicht verhindert. Und die Politik muss sich jetzt handlungsfähig zeigen. Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft. Und der Arbeitsminister will die Werkverträge verbieten. Wir reagieren damit entschlossen auf Missstände in der Fleischindustrie. Die Zeit der Selbstverpflichtung und der Absichtserklärung ist damit in dieser Branche vorbei. Das kennt man ja. Und die Lobbyverbände halten den Ball momentan extrem flach, solange die öffentliche Meinung so ist, wie sie ist. Aber eine Sache hat mich dann doch überrascht. Auf die Frage nach Schadensersatz wegen des Corona-Lockdowns bei Tönnies antwortete der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen das Folgende. Also ich glaube, dass er keinen Anspruch hat, weil der Schlachthof ja nicht nur aufgrund des Infektionsschutzgesetzes geschlossen worden ist und die Menschen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes in Quarantäne gehen mussten, sondern wir haben den Schlachthof ja auch ordnungsbehördlich geschlossen. Und das ist wieder ein ganz anderer Rechtskreis. Sie können ganz sicher sein, dass die Behörden in Nordrhein-Westfalen freiwillig keinen Cent an Herrn Tönnies bezahlen werden. Offenbar haben die örtlichen Behörden Tönnies relativ lange in Ruhe gelassen. Und jetzt, wo der Skandal da ist, da werden auch andere Rechtsverstöße aufgedeckt und eingeschritten. Anderes Beispiel, die Insolvenz von Wirecard im Jahr 2020. Die führt uns eindrucksvoll vor Augen, dass mit genügend krimineller Energie selbst in der hochregulierten Finanzbranche ein immenser Schaden angerichtet werden kann. Eigentlich nicht verwunderlich, dass man mit Bürokratie Verbrecher nicht aufhalten kann. Und dennoch, die öffentliche Meinung treibt die Politik vor sich her.
Wir haben uns vorgenommen, dass wir, was das staatliche Handeln betrifft, effektivere Kontrollen brauchen, insbesondere mehr Durchgriffsrechte für die staatliche Aufsicht und härtere Vorgaben und mehr Transparenz bei der Bilanzprüfung, um vor Manipulationen geschützt zu sein. Ja, und wie sieht der Aktionsplan aus? Natürlich eine Verschärfung der Regeln und mehr Bürokratie. Moderne Compliance setzt nicht auf Bürokratie oder trickreiche juristische Gestaltung, sondern auf gute, wertebasierte Unternehmensführung, also auf moralische Werte. Es erübrigt sich der Hinweis, dass sich diese Werte selbstverständlich an allgemein akzeptierten gesellschaftlichen Normen ausrichten müssen. Unternehmen tun gut daran, sich gesellschaftlichen Trends zu öffnen und nicht rechtliche Schlupflöcher aktiv zu suchen und mit einer Minimal-Compliance, solange es irgend geht, auszunutzen. Compliance ist also das Einhalten aller bindenden Verpflichtungen durch die Organisation. Dabei geht es nicht allein darum, die rechtlichen Vorgaben in die eigenen Geschäftsprozesse zu integrieren. Es geht auch darum, das Verhalten im Umgang mit Geschäftspartnern, Kunden, Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzten an ethischen Maßstäben messen zu lassen. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr da was mitnehmen konntet, gebt ihm ein Like, empfehlt es weiter, abonniert den Kanal. Und wer immer noch nicht überzeugt ist, dass man ethisches Verhalten in Compliance integrieren sollte, der soll sich das Video anschauen, die Folgen von Non-Compliance, gleich hier im Kanal.